Kapitel 3.3 Die Fitra. Indem Allah bei der Erschaffung Adams alle Menschen Zeugnis über seine Göttlichkeit ablegen ließ, wurde dieser Schwur in die menschliche Seele eingeprägt, noch bevor sie im fünften Monat der Schwangerschaft in den Fötus eintritt. Daher hat ein Kind, wenn es geboren wird, einen natürlichen Glauben an Allah. Dieser natürliche Glaube wird im Arabischen als Fitra bezeichnet. Würde man ein Kind alleine lassen, so würde es Allah in seiner Einheit erkennend aufwachsen. Aber alle Kinder werden von ihrer Umgebung beeinflusst. Der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, überliefert, dass Allah gesagt hat: Ich habe meine Diener in der richtigen Religion erschaffen. Aber die Teufel sorgten dafür, dass sie fehlgehen. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte auch: Jedes Kind wird mit der Fitra geboren. Und seine Eltern machen dann aus ihm entweder einen Juden oder einen Christen. Genauso wie das Tier, das ein Tier zur Welt bringt. Hast du schon einmal ein junges Tier verstümmelt geboren gesehen, bevor man es verstümmelt? Ähnlich, wie sich der Körper eines Kindes den physischen Gesetzen unterwirft, die Allah der Natur auferlegt hat, unterwirft sich seine Seele auf natürliche Weise der Tatsache, dass Allah sein Herr und Schöpfer ist. Seine Eltern werden aber versuchen, dem Kind ihren eigenen Weg aufzuzwängen. Ein Kind ist in den ersten Jahren seines Lebens weder in der Lage, dem standzuhalten, noch dem Willen seiner Eltern zu widersprechen. Die Religion, der ein Kind folgt, hängt von Bräuchen und Erziehung ab. Allah verlangt von einem Kind bis zu einer gewissen Phase seines Lebens keine Rechenschaft und bestraft es auch nicht wegen seiner Religion. Reift das Kind jedoch in der Jugend heran und werden ihm klare Beweise für die Unrichtigkeit seiner Religion gebracht, so muss der nunmehr Erwachsene der Religion, des Wissens und der Vernunft folgen. In diesem Augenblick versuchen die Teufel ihr Bestes, ihn zu ermutigen, in seinem Zustand zu verharren oder noch weiter irre zu gehen. Das Schlechte wird ihm angenehm gemacht und er muss nun einen Kampf zwischen seiner Fitra und seinen Wünschen ausfechten, um den rechten Weg zu finden. Entscheidet er sich für seine Fitra, wird Allah ihm helfen, seine Wünsche zu bezwingen. Da all diese mächtigen Kräfte gegen die Fitra kämpfen, hat Allah bestimmte rechtschaffende Menschen auserwählt und ihnen den richtigen Weg im Leben offenbart. Diese Menschen, welche wir als Propheten bezeichnen, wurden gesandt, um unserer Fitra im Kampf gegen seine Feinde beizustehen. Alle Wahrheiten und alle guten Handlungen, die heutzutage in den verschiedenen Gesellschaften der ganzen Welt verbreitet sind, haben ihren Ursprung in den Lehren der Propheten. Hätte es ihre Lehren nicht gegeben, so gäbe es auf der Welt keinen Frieden und keine Sicherheit. So basieren beispielsweise die Gesetze der meisten westlichen Länder, selbst wenn sie sich als säkular regiert und frei von religiösem Einfluss verstehen, auf den 10 Geboten des Propheten Musa, wie du sollst nicht stehlen und du sollst nicht töten, etc. Es ist die Pflicht der Menschen, dem Weg der Propheten zu folgen, da dies der einzige Weg ist, der wirklich mit der menschlichen Natur im Einklang steht. Man sollte auch darauf achten, nicht nur einfach etwas zu tun, weil es die eigenen Eltern und deren Eltern zu tun pflegten. Ganz besonders dann nicht, wenn das Wissen zu einem gelangt ist, dass eine bestimmte Handlung falsch ist. Folgt man der Wahrheit nicht, wird man wie jene fehlgeleiteten Menschen sein, über die uns Allah im Koran Folgendes sagt: Und wenn ihnen gesagt wird, folgt dem, was Allah herabgesandt hat, so sagen sie: Nein. Wir folgen dem, bei dem wir unsere Väter vorgefunden haben. Auch wenn ihre Väter nichts begriffen hätten und nicht rechtgeleitet gewesen wären? Surah Al-Baqarah, Vers
170. Allah verbietet uns, unseren Eltern zu gehorchen, wenn sie von uns etwas verlangen, das dem Weg des Propheten widerspricht. Allah sagt im Koran: Und wir haben dem Menschen anbefohlen, seinen Eltern Gutes zu tun. Doch wenn sie dich zwingen wollen, mir das zur Seite zu stellen, wovon du keine Kenntnis hast, so gehorche ihnen nicht. Sura Al-Ankabut, Vers 8.